alles nur, weil Ovic sich einem direkten Befehl widersetzt hat von unserem Chef, was ja eigentlich auch nicht so nett ist, aber war wahrscheinlich die richtige Entscheidung. So ein Wahnsinn, dass es so weit kommen musste. Man sollte doch meinen, dass die menschliche Rasse in einer solchen Gefahr enger zusammenrückt, anstatt sich gegenseitig zu bekriegen. Ich frage mich, was in diesem Labor war, das die so dringend haben wollten. Dort gefallen die mir wesentlich besser. Für die waren die Kugeln doch noch zu schade. Verdammtes Dreckspack. Ovic, Ihre Hasstiraden sind hier fehl am Platz. Verzeihung, Sir, aber hätten Sie gesehen, was ich mit Kinderaugen gesehen habe, Sie würden genauso denken. Stimmt, da ist irgendeine grobe Skizze, eine Karte. Sieht aus wie eine Karte dieser Gegend. Neben dem Hotel ist ein Pfeil. Also dahin wollte er. Da, wo wir nicht reinkommen. Moment, am unteren Rand steht irgendwas. Group 2 ist nicht Lamars einzige Option. Unterschriften? Ich kann den Namen nicht entziffern. Ich hab's Ihnen doch gesagt, Commander. Gut, dass die tot sind. Ruhe, Ovic. Gehen wir. Gehen nirgendwo hin. Erstmal wird stundenlang bandagiert. Genau, also Trantin braucht Heilungsdinger. Du brauchst ein Heilungsding für einen Notfall. Zurück, du. Große Kiste. Nicht Munition, große Kiste. So, große Kiste. Große Kiste. Jetzt kann Ovic nehmen. Da. Dafür, dass du bis vor kurzem noch so richtig viel Heilzeug hatten, ist jetzt ganz schön viel weg wegen dieser doofen Joanne-Geschichte. Und ja, ich werde ewig darauf rumreiten. Das ist einfach nur doof. Nein, nicht. Oh. Abscheuliche Missgeburt. Die hätten es nach der Entbindung wieder reinstecken sollen. Sie haben Joan getötet. Wer auch immer diese Kreaturen erschaffen hat, ich hoffe, er findet seine gerechte Strafe. Keine Strafe der Welt ist hoch genug für diese Schandtaten. Ich wollte doch eigentlich nur die Kiste looten für mehr Heilzeug. Warum muss an jeder Ecke ein verdammter Bosskampf sein? Hat er gerade genießt? Na gut, du... Flammenwerfer. Dahin. Und er brennt, das ist schon mal sehr gut. Und er ist nicht schwer gepanzert, das ist auch sehr gut. Du. Dahin. Jetzt frier ihn ein, während er brennt. Oh, der Brandeffekt ist dadurch wirklich weg. Das ist jetzt wiederum nicht so gut. Wenn ich ihn jetzt wieder anzünde durch Napalm, ist er dann immer noch betäubt? Keine Ahnung, gucken wir erstmal. Hauen wir erstmal eine Weile auf ihn ein. Auf den Typen, der im Rollstuhl sitzt und mit zwei Revolvern schießt. Du schießt. Kommt noch was? Nö. Also noch ein Gegner, den wir jetzt durchgehend im Stunlock halten können. Wie sich das so schön nennt. Sowas würde es halt bei neueren Spielen nicht geben. Was auch ein Vorteil ist von neueren Spielen, muss man ja zugeben. Weil bei recht vielen alten Spielen gibt es halt solche Lücken. Weil man damals noch nicht so drauf geachtet hat. Also mit dem Ressourcenmanagement war es nicht ganz so extrem. Bei manchen Spielen zumindest. Und wenn man hier jetzt weiß, was man tut, dann kommt man schon ganz schön gut einfach voran. Dass du da drauf schießen. Ja, der ist schon gleich auf 50% runter, das ist sehr gut. Also ist wesentlich angenehmer als der schwer gepanzerte Typ. Ovic, kannst du inzwischen wieder Flammenwerfern? Nein. Kannst du inzwischen wieder Eisstrahler? Wahrscheinlich auch nicht. Eine Runde fehlt noch, ja. Okay, jetzt darf er eine Runde mal schießen.
weil er sich so nett hat messern lassen. Du Axt. Du Brecheisen. So, gib ihm. Runde beenden. So, jetzt probiere ich es andersrum. Jetzt schieße ich 31, das ist garstig. Der geht auch noch weg. Und zwar tierisch schnell weg und kann nochmal schießen, das ist zur Hölle. Wutentbrannt. Das kann ich verstehen. Ovid Randa. Hack den. Vor allem, wir standen doch um den drum. Dürfte ja nicht so wirklich viel Platz gewesen sein. Aber okay, du. Wer schießt drauf? Sullivan dahin. Hol mal wieder den Napalmwerfer raus. Da. Erwischt ihn nicht, ja? Nö. Okay, warten. Du dahin. Verteidigen. Verteidigen. Also zweimal schießen kannst du und tierisch viel rumwuseln. Ja, schön auf die Kevlar-Weste. Wieder auf die Kevlar-Weste. Sehr gut. Aua. So. Also ich wollte es diesmal mit einfrieren und dann verbrennen versuchen. Das heißt, du einfrieren. Cripple. Du anzünden. Okay, mach das Einfrieren weg. Ist also logisch. Und jetzt du für uns, weil er halt wieder sich bewegen kann. Dahin. Und Ovid könnte jetzt eventuell sterben. Wobei... Doch, der hat einmal 32 Schaden gemacht. Das ist schon garstig. Du, dahin. Gucken wir mal. Aber wenn es ins Auge geht, wissen wir jetzt ja, dass man mit dem Eis und Feuer nicht so rumspielen soll. Nicht nochmal auf Ovid, sonst ist es vorbei. Jo. Game over. Mon Dieu! Ja. Okay, du. Bom. Achso. Tradin. Hinder. Einfrieren. So. Rest begibt sich in Position. Du. Hauen. Diesmal machen wir keine Flammenwerfer-Spielchen, obwohl. Doch, machen wir, aber erst, wenn Ovid in Position ist. Und zwar, sobald das Eis ausläuft, benutzt er einen Betäubungspfeil. Ja, so. Benutzt Chefchen einen Betäubungspfeil und dann machen wir den Flammenwerfer. Weil dann ticken die Flammen noch ein bisschen mit und das macht dann noch ein bisschen extra Schaden. Sonst dauert der Kampf wieder zu lang. So, du dahinter... Dahinter. Ruhig mit dem Gewehr. Ja, 39 Schaden. Sehr gut. Ovid. Dahin. Du nimmst die Axt, weil die Axt ist trotzdem noch besser als ein Gewehr. Meistens jedenfalls. Du. Dahin. So, du daran. Gib ihm. Ach, nächste Runde müsst ihr aufwachen. Jo, okay. Also, Sullivan. Benutze eine Hardball, nein. Benutze Pfeilpistole. Betäubungsschutz. Das ist jetzt nicht so schön. Du stell dich mal dahin. Du stell dich mal da hin. Ich versuche ihn mal einzufangen. Auch wenn es wahrscheinlich nicht klappt.
Obwohl, warte. Du kannst jetzt Flammenwerfern. Du kannst nur nicht einfrieren, richtig? Richtig. Das heißt, du schießt drauf, weil du letztes Mal richtig viel Schaden damit gemacht hast. Diesmal aber nicht. Gehst dahin, machst so und du zündest ihn jetzt an. Sehr gut. Und hier ist überall nur ein Platz zwischen. Guck mal, ob er rauskommt. Das war der erste Schuss. Dann bewegt er sich und dann schießt er wieder an. Au, 26. Gleich nochmal auf Schäfchen. Wutentbrand. Okay. Du solltest dich selber nagieren. So. Du schlägst drauf. Ovich schlägt auch drauf. Mit Glück und Ruckelfeuer. Du schießt weiter. Also er ist definitiv einfacher als die Soldatengruppe und hält auch weniger aus als das andere fiese Monster, das schwergepanzerte. Aber ist trotzdem garstig. Also er ist so ein gutes Mittelding. Er macht gut Schaden und hält viel aus. Und er niest ziemlich viel. Na komm, schieß. Ich werde mich gleich wieder managieren müssen. Es geht langsam echt in die Ressourcen. So. Du. Einfrieren? Fragezeichen. Ja komm, mach mal. Bevor wir jetzt gleich noch wieder ein Bandagending benutzen müssen. Also wir verlieren jetzt zwar ein, zwei Ticks von Feuer, aber die sind eh inzwischen schwach. Die sind eh schon auf 5 oder 10 runter. So, gib ihm. Okay. Weh, in der Kiste ist nicht Tiere, viel Verbandszeug und Muni und Betäubungspfeile und was weiß ich. So, du kriegst Lebenspunkte, hast du schon bekommen, du bekommst Genauigkeit. So, du, Seite. Nicht Munition, Baseballschläger. Ja, du schlägst mit einem Baseballschläger auf einen Cripple ein. Und bist dann auch stolz drauf. Das ist ein sehr komischer Chef. Hau, hau. So, diese Runde überlebst du nicht. Axt. So, weg mit dir. Also ich muss schon sagen, es zieht an. Ernsthaft, das zieht gut an. Also ich hatte ja vor so 4-5 Folgen angefangen rumzujammern von wegen, ne, ist das einfach und wir haben so viele Ressourcen und was weiß ich. Jetzt wird's übel. Was aber auch, ne, Drone-Problem und so. Aber trotzdem. Oh, Raketenwerfer und Drogen! Drogen! Alles nehmen. Was machen Drogen? 100 AP. Heilmittel mit Nebeneffekten. Oh, ernsthaft? Okay. Du könntest noch Pflaster gebrauchen. Du könntest noch Pflaster gebrauchen. Was macht der Raketenwerfer? 70 Schaden. Und ist gut gegen schwere Rüstung. Den bewahren wir uns auf jeden Fall auf. Hat jeder noch Granaten? Nein. Verteil bitte mal Granaten. So. Ein Betäubungspfeil kriegt bitte noch Ovich, falls wir wieder was brauchen. Und ein Betäubungsgas bekommen die unsterblichen Helden auch. Alles andere verreckt ja. Oder wird von uns umgebracht. Und jetzt ist es Zeit, mal wieder abzuspeichern. Das ist nämlich mal eben 1,5 Stunden her. So, also wir speichern jetzt ab und danach gucken wir uns vorsichtig hier weiter. Was zur Hölle? Vorsicht, Leute! Wenn euch die Munition ausgeht, benutzt eure Fäuste, Messer, was auch immer. Na prima, als nächstes soll ich die Dinger wohl mit den Zähnen weichkauen, ne? Ich hab mich nicht bewegt.
Ich wollte nur abspeichern. Sisters of Mercy. Ja, es ist eine gute Band gewesen vor ein paar Jahren mal. Das ist ein Flammenwerfer da auf deinem Rücken, ja. Needle. Ovic, zünde den mal an. Wir gucken, ob der feuerresistent ist. Nö, ist er nicht. Du schießt auf die Sister of Mercy und bewegst sich dann ganz weit weg von Ovic. Wow, schwere Panzerung, das ist schon mal nicht gut. Dahin. Und er soll weggehen von Ovic, weil sie eventuell Flächenfeuer macht. Du. Ja, ganz schön viele von denen. Du geh mal dahin. Das müsste reichen. Und schieß von hier aus mit dem Raketenwerfer. Nein, mit einem Gewehr auf die Needle-Geschichte. Sehr gut. Und du? Du gehst dahin und schießt auf den. Okay. Gucken wir mal, was das Sisters of Mercy-Ding macht. Jo. 3x3 fällt. Ist ein Granatwerfer, kein Flammenwerfer. Okay. Betäubt. Nein! Das ist nicht gut. Macht fast keinen Schaden. Das, Vor allem sind 4 Leute. Also 4 Typen, die betäuben können. Und wir sind 4 Leute. Das heißt, die können uns diesmal im Stunlock halten. Es ist eine unangenehme Wendung. Granate. Oh, Betäubungsgranate. Das ist eine gute Idee. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass die Viecher da hinten Betäubungsschutz haben. Aber das müssen wir auch erst entdecken. Gucken wir mal. Ah, haben sie nicht. Okay, sehr gut. Du bist nächste Runde wahrscheinlich tot. Du kannst nichts machen. Du. Was machst du? Du könntest sie enttäuben. Mit dem Ding da. Davon haben wir nur einen. Ich glaube, das kriegen wir auch so hin. Nachfallenwerfer. Er ist Overkill. Du gehst einfach. Du schießt einfach auf die mit dem Gewehr. Nein, nicht mit der Betäubungsgranate. Mit dem Gewehr. Nicht auf sie. Auf das da. So, Ben. Eine Needle tot. Jo. Die zwei auf der rechten Seite sind betäubt. Der oben kommt nicht ran und nur sie kann was machen. Und die machen, selbst wenn die Gegner betäubt sind, nur wenig Schaden. Das ist völlig okay. Du. Geh da hin. Geh da hin. Schieß auf den. Und dann gehst du einen Schritt runter, damit er nicht dich betäuben kann. Du. Was machst du? Du wirfst eine Granate auf die beiden. Na komm, warum nicht? Yay. Sieht halt viel zu viel aus. Okay, zu Ben. Kommt näher ran. Oh, die sind wieder wach. Hast du noch so ein Betäubungsding? Nee, aber du kannst sie eisstrahlen. Sehr gut. Dann gehst bitte weg, dass der dich nicht erwischen kann. Drehst dich nach da. Du. Schießt ihm dann die Seite. Und stellt sich dann so, dass er dich nicht nadeln kann. So. Der da eh nicht. Okay. Von wenn. Aber das finde ich gut.
Das finde ich echt gut, dass die Gegner jetzt auch so eine Betäubungsaktion machen. Weil es ist halt tierisch unfair von unserer Seite aus gewesen. Wenn der Feind das jetzt auch benutzt, ist es eine sehr gute Entwicklung. Dann zieht man so ein bisschen gleich und eskaliert. Du schießt den ja kaputt. Und Ovid schlägt. Können wir uns irgendwie so hinstellen, dass wir zwei erwischen? Nö. Dann stelle ich mal da hin. Zünd den an. Und dann kommst du nicht weit genug weg, um... Nee, den kann ich gleich wieder betäuben. Keine Sorge. Gewehr. Ja, fehlen 3 Trefferpunkte. Also, Ovid wird gleich wieder betäubt. Ach nee, der Unwichtige. Ich meine, Platin ist betäubt. Du bist nächste Runde tot. Die Sisters of Mercy ist aufgetaucht, das ist nicht so schön. Du... Stellt sich mal dahin und axt den. Oh. Du stellst dich dahin. Schießt auf den. Ah. Okay, der da kippt gleich um. Die Sisters of Mercy wird auf die beiden schießen, weil sie zu nah beieinander stehen. Und der Stinger wird Ovid betäuben. Dann haben wir nur noch den Chef. Und die Rothaarige, die bald auftaucht. Oh, das kam jetzt unerwartet. So, Ovid. Betäubt und wutentbrannt. Das muss eine sehr frustrierende Situation sein. Du kannst nichts machen und bist fast tot. Und warte mal, seid ihr nah genug dran? Geh mal dahin. Betäubungsgranate? Er erwischt nur sie. Er erwischt auch nur einen. Das ist doof. Aber na gut, wir töten jetzt mit einem Gewehr diesen einen doofen Niedler, damit nicht unser vierter Mann auch noch betäubt wird. So. Und dann hoffen wir jetzt, dass sie keine 35 Schaden an ihm macht. Wir können auch nicht drehen, ne. Na, ah, Zielwechsel. Nee, nicht. Nee. Oh, sehr gut. Du bist nicht wach, du bist fast tot. So, du musst jetzt betäubt werden. Auf alle Fälle musst du betäubt werden. Das heißt, wir benutzen etwas, was auf jeden Fall trifft. Oh, warte mal. Die Pistolen treffen auch, weil wir ja mit ihm 100% haben. Okay, du gehst dran. Du hast keinen Betäubungsschutz. Nein. Betäubt. Du läufst dahin. Das ist viel zu knapp gewesen mit ihm. So, du. Bist immer noch betäubt. Du gehst auf die Seite. Schießt ihr in die Seite. Du dahin. Schießt ihr in die Seite. Hoch. Sie ist noch betäubt, sie ist nicht mehr betäubt. Schieß ihr in die Seite. Okay, und du machst einfach nur Nahkampf. Und dann ist sie weg. Ja. Und jetzt bandagieren und dann abspeichern. Menuhu, ich habe mich nur einen Millimeter bewegt. Du... Super Heilding. Anderes Heilding. Du Ressourcen verteilen. Du hast fast keine Gewehrmunition mehr. Das ist nicht gut. Gib ihm mal 3. Ihm mal 1. Ihm mal 1. Heilzeug. Ja, das brauchst du. Doofe Schmerzmittel. Achso, ja, Drogen. So. Okay.
Jetzt speichere ich ab. Ich bewege mich keinen Millimeter. Jetzt speichere ich ab und wir sehen uns gleich wieder.